Wow. I know, right? Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch die Top 10 der schlechtesten Blue- oder Greenscreen-Effekte in Filmen. So, this is where you hang out. Für diese Liste betrachten wir die Aufnahmen in Filmen, die statt beeindruckend peinlich aussehen. Wir basieren unsere Auswahl auf einem Gesamtbild aus schlechter Mischung, Cartoon-Looks und der Komödie oder dem Erstaunen, die als Ergebnis dieser schlechten Effekte resultieren. Obwohl die Filme, die wir erwähnen, nicht unbedingt schlecht sind, schließen wir die schlecht finanzierte Welt der Indie-Filme und B-Movies aus, egal wie ungeheuerlich deren Beiträge sein mögen. The government will probably give me an award for this. For creating an army of superhuman soldiers. Filme, die vor den 90ern veröffentlicht wurden, werden ebenfalls nicht berücksichtigt. Welcher schreckliche Blue- oder Greenscreen-Effekt hat dich zum Kopfschütteln oder Lachen gebracht? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Dinosaurieransturm. King Kong. Versteht uns nicht falsch, das ist immer noch eine tolle Szene. Während die Crew um ihr Leben rennt, um eine Herde ankommender Brontosaurier und Venatosaurier zu entkommen, sind die Zuschauer wie gefesselt. Jedes Besatzungsmitglied könnte jeden Moment sofort weg sein. Doch sie entgehen den meisten. Nun, nicht jeder. Leider gibt es bestimmte Momente in der gesamten Szene, in denen die Verwendung von Greenscreens offensichtlich ist. Das nimmt wiederum der Verfolgung extrem den Realismus. Trotzdem können wir nicht anders, als über Jack Blacks Gesichtsausdruck zu lachen, der mit einem Stativ um sein Leben rennt. Nummer 9. Flügeloffenbarung. Jupiter Ascending. Obwohl dieser Film einen ziemlich schlechten Ruf hat, können wir nicht leugnen, dass sein Aussehen erstaunlich ist. Während jedoch bestimmte Aspekte des Films, einschließlich seiner übermäßigen Abhängigkeit von CGI und Greenscreen, von Kritikern festgestellt wurde, gibt es eine Szene, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. In der letzten Szene, in der Jupiter und Kane auf einem Dach sitzen, steht Kane auf, um seine Flügel zu zeigen. That ain't bad either. Während dies sicherlich dazu diente, den Charakter in seiner ganzen Größe zu zeigen, ist es stattdessen etwas umständlich. Es ist offensichtlich, dass der Schauspieler Channing Tatum überlagert wird. Naja, zumindest bekommt sein Charakter am Ende das Mädchen. Nummer 8. Das Maisfeld. Justice League. Are you okay? You brought us here, but you've hardly spent a minute in the house. Wenn ihr einen Zack Snyder DC-Film seht, werdet ihr kaum viele Szenen finden, die irgendeine Art von emotionaler Tiefe aufweisen. Wenn man jedoch auf einen solchen Moment stößt, ist es ziemlich schwer, ihn ernst zu nehmen. You're letting him kill Martha. What does that mean? Ein typisches Beispiel ist die Szene in Justice League, in der Lois und Superman wiedervereinigt werden. Sie spielt in einem Maisfeld. Obwohl die Spannung zwischen den beiden Figuren offensichtlich ist, können die Zuschauer nicht anders, als sich von dem ablenken zu lassen, was offensichtlich kein echtes Maisfeld ist. Der Himmel, die offensichtlichen Umrisse der Schauspieler und sogar das Feld selbst zeigen, wie konstruiert die Szene wirklich aussieht. Nummer 7. Surfen. Flucht aus L.A. Als Tsunami-große Wellen L.A. treffen, lernt Anti-Held Snake Plissken schnell zu surfen. Let the front edge pick you up. Don't get on your board till you ride to the top. Don't blow it. If you fall off the board, it's the big one. Got it? Aber es ist kaum zu glauben, dass er tatsächlich in Gefahr ist, da das Wasser die Surfer und die Klippen in der Nähe anorganisch bespritzt. Auch die Beleuchtung stimmt nur selten mit den nachfolgenden Aufnahmen überein, was dazu führt, dass die Wellen Stock-Footage-Qualität haben. Einige überzeugende, echte Nahaufnahmen unterstreichen zudem die Verrücktheit der Weitwinkel. Fügt Snakes offensichtliche mangelnde Sorge um sein Gleichgewicht hinzu und der Tsunami scheint eher eine lächerliche Ergänzung des Films statt ein episches Setpiece zu sein. Ja.
Nummer 6. Anzüge und Weltraum. Green Lantern. My face is just getting warmed up. Während einige Actionaufnahmen gut oder zumindest für einen Superheldenfilm solide aussehen, führt die Mischung aus digitalen Anzügen und kosmischen Landschaften in Green Lantern zu einem insgesamt schrecklichen Look. Als Hal lernt, seine Kräfte zu benutzen, sieht es oft so aus, als ob Ryan Reynolds' Kopf in die Szenen hineinbearbeitet wurde. Aber der schlimmste Moment kommt, als Jordan gegen Parallax kämpft. Während des Kampfes hebt die echte Umgebung die Unvollkommenheit der Bildschirmeffekte des Filmes perfekt hervor. Zusammen mit Hals Anzug, der ständig seine Farben ändert, wenn er mit anderen Charakteren spricht, ist Green Lantern definitiv eine der schwärzesten Nächte des Helden. Wow. I know, right? Nummer 5. Action Shots. X-Men Origins. Wolverine. In dieser Szene aus dem Marvel Solo Prequel sehen wir Wolverine im Streit mit Bösewichten in einem Hubschrauber, obwohl er gegen all ihre Feuerkraft praktisch unbesiegbar ist. Als der Helikopter Raketen auf ihn abfeuert, scheint Hugh Jackman dank der seltsamen Greenscreenings des Films nicht mal ansatzweise im Umkreis der Explosion zu sein. Die Fahrzeuge und die Schauspieler sehen alle komisch in die Szene eingefügt aus. Wolverines Kampf mit Deadpool später im Film scheint gar nicht erst sein Set zu verwenden. So viele glanzlose Spezialeffekte in Wolverine zeigen leider, wie sorglos dieser Held behandelt wird. It was never real, my friend. It was real for me. Nummer 4. Die Jagd. Alien 3. Ripley ist mit einem anderen Xenomorph auf einem Gefängnisplaneten gefangen und arbeitet mit anderen Gefangenen zusammen, um ihn einzufangen. Als die Kreatur jedoch auftaucht, bekommt das Publikum einige peinliche Aufnahmen von ihren Aktionen. Obwohl das Monster originalgetreu aussieht, ist es so schrecklich in die Szene eingearbeitet, dass man darauf grüne Farbtöne erkennen kann. Der Xenomorph sieht auch besonders schrecklich aus, wenn er läuft, da sein CGI auf den Beton des Gefängnisses reagiert. In einer eigentlich gruseligen Verfolgungsjagd zerstörten diese Winkelaufnahmen des Außerirdischen jede Spannung, die bis zu diesem Punkt aufgebaut wurde. Es ist auch schwer, diese Art von schlampiger Arbeit mit all den großartigen Xenomorph-Kostümen in den früheren Filmen und Alien 3 selbst in Einklang zu bringen. Nummer 3. Training. Dragon Ball Evolution. The Dragon Balls are within my grasp. And with them the power to destroy this world. Der finstere Piccolo nutzt seine Kräfte, um die Welt zu erobern. Also macht sich ein kleiner Junge namens Goku auf den Weg, ihn aufzuhalten. Obwohl dies wie ein Rezept für epische Abenteuer klingt, ist Gokus Trainingseinheit bestenfalls albern. First one to touch the ground loses. Prepare to eat dirt. Von Farbunterschieden bis hin zu skurrilen Nahaufnahmen ziehen die Hintergründe in dieser ansonsten von Stunts getriebenen Szene eure Augen noch weiter auf sich. Und das Traurigste daran ist, dass die Kulissen für diese Aufnahmen nicht wirklich wichtig sind. Neben vielen der aufregend choreografierten Schlägereien des Films ist das Hochseilsparring in Dragon Ball eher ein Rückschritt als eine Evolution. Goku, you rely too heavily on your external senses. To see, to hear, to touch are all overrated. Nummer 2. Schleudersitz. Stirb langsam 2. Wie könnten Filmmacher den Einsatz für die Action des Originals erhöhen? Sie hatten zwar einige interessante Ideen, aber nicht immer überzeugten diese Dinge. Insbesondere mit zunehmendem Alter des Films. Der schlimmste Fall ist eine Szene, in der John McClane über einen Schleudersitz einem explodierenden Flugzeug entkommt. Während die Sequenz zweifellos fesselnd ist, sind es die Effekte nicht. Willis wurde vor einen Bluescreen gestellt. Er war an einer Maschine befestigt, die immer wieder gedreht wurde. Zusätzlich verstärkten einige ausgefallene Kameraarbeiten den Effekt.
Willis verzieht bewundernswert das Gesicht, aber das Aussehen dieser Aufnahme über dem explodierenden Flugzeug lässt ihn einfach im Stich. Bevor du nun fortfahren vergisst, nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video von WatchMojo Deutschland mehr zu verpassen. Nummer 1. Jeep-Verfolgung. Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Indiana Jones ist ein Action-Franchise, das für seine bemerkenswerten Stunts bekannt ist. Aber sein erster Filmauftritt seit 19 Jahren wurde dem Charakter einfach nicht gerecht. Steven Spielberg machte vor Produktionsbeginn klar, dass dieser neueste Eintrag so wenig CGI wie möglich verwenden würde. Indy! Shut up! Indy! Shut up! Indy! You stupid son of a bitch! Aber naja, computergenerierte Tiere haben sich scheinbar gegenüber künstlerischer Integrität durchgesetzt. Und so landeten viele CGI- und falsch aussehende Greenscreen-Effekte im fertigen Film. Die wahrscheinlich schlimmste Sequenz des Films ist die klimaktische Verfolgungsjagd durch den Wald, bei der CGI-Bäume und Tiere, ein kitschiger Hochgeschwindigkeitsschwertkampf und ein Greenscreen, der schrecklich aussieht, zum Einsatz kommen. Man könnte meinen, Typen wie Spielberg oder George Lucas hätten dies mittlerweile im Griff. Stimmt ihr unserer Liste zu? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Schaut euch auch diese Videos von WatchMojo Deutschland an und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.